Hallo, wir sind hier in Verona, in Italien, im Hotel Fiera. Ich bin mal für einige Tage in Südeuropa unterwegs, in Italien. Und erste Station ist bei mir Verona. Das Hotel lag recht nah am Bahnhof und war auch vom Preis her sehr, sehr günstig zu bekommen. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Circa Kilometer vom Bahnhof entfernt. Das Zimmer ist recht groß. Kleiderschrank ist gleich am Eingang vorhanden. Da liegen auch Bademäntel und solche Sachen mit drin. Eine Minibar mit sehr, sehr fairen Preisen, muss man wirklich sagen. Also da kann man jetzt nicht meckern. Schreibtisch, Fernseher vorhanden. WLAN ist kostenlos verfügbar mit Passwort. Ja, dann das Wichtigste natürlich das Bett. Recht groß und breit, wie man sieht. Badezimmer mit Dusche, Toilette, Waschbecken, Handtücher. Nicht ganz barrierefrei die Dusche. Ja, ausreichend würde ich sagen für so ein paar Tage. Ja, vom Preis her, ich habe 53 Euro die Nacht gezahlt, inklusive Frühstück, muss man dazu sagen. Das ist absolut fair. Kann man nicht meckern. Ja. Soweit alles vorhanden. Wo ich noch suchen muss, sind die Steckdosen. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Es könnten hier diese komischen, ja, drei Löcher sein. Werde ich noch ausprobieren. Und im Blog wird es dann auch entsprechend drinstehen. Jo, soweit von mir zum Hotel Fiera in Verona in Italien.